Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, den Jan Niklas. Und zwar heute geht es um das Thema Community Stream. Heute Abend um 19.30 Uhr gibt es einen Community Stream. Wie immer, Spielname ist Jantjak 2002, Deutschland 2 und 16 Spieler. Mods ist der Rossenmaschmähdrescher und halt das Horschützi. Ja, sorry nochmal für das erste Video mit der schlechten Videoqualität. Ich habe gerade eben nochmal ein bisschen umgespielt, die Videoeinstellung eingestellt. Und dann wollen wir da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Ja, ich dresche jetzt den Rest zu Ende. Und da machen wir dann hier heute Abend weiter, wo wir aufgehört haben. Wie gesagt, die Themen sind, wenn wir das jetzt fertig haben, das ganze abgedroschene, das heißt weiße Gerste, Sorbon haben wir ja nicht mehr, dann machen wir weiter mit Rüben. Und zwar dann kommt Europa rauf. Und dann, wenn wir Rüben fertig haben, geht es weiter mit Kartoffeln und da kommt der neue Grimme rauf. So, und wenn wir das fertig haben, machen wir weiter mit Mais und dann machen wir beim Mais halt mit dem neuen Krone-Hexer weiter. Die Mods sind dann alle aus dem Mod-Hub, könnt ihr euch dann herunterladen. Ich habe mit Jack heute in der Schule gesprochen, wir werden wohl den Community-Server jetzt neu aufmachen in den nächsten Wochen. Lasst euch da einfach überraschen und dann geht's halt los. Ja, dazu, wenn ich dazu was sagen kann, nochmal. Also, wenn wir einen Community-Server haben, werden wir unsere Stammmitspieler werden dann das Admin-Passwort kriegen. Dass wir immer so zwei, drei Admins in den Streams drin haben, die dann runterschmeißen können. Und dann werden wir auch ein Passwort auf dem Server haben. Ja. Der Server ist dann 24 Stunden on. Das wird dann dieser Server hier sein, den ich vorbereitet habe. Den werde ich dann hochladen. Und dann könnt ihr 24 Stunden spielen. Ja, ich hoffe, das Video funktioniert jetzt so, wie ich möchte. Aber ich denke mal schon. Ja. Und heute Abend machen wir dann um 19.30 Uhr Community Stream. Mal gucken, bis 21, 22 Uhr. Mal schauen. Lasst euch einfach überraschen, wie lange es geht. Dieses Video wird wieder nicht geschnitten. Sondern bleibt so, wie es ist. Vielleicht hole ich mir mal ein gutes Schneideprogramm, wenn einer ein gutes Videoschneideprogramm weiß, kann es ja gerne unter die Kommentare schreiben und mir vielleicht empfehlen. Ja, zu mir, also Intro wird es jetzt demnächst geben, ist in Mache, wird gemacht. Es gibt auch ein neues Kanalbild, was ich jetzt auch machen werde die Tage. Am Wochenende wird es wieder einen sehr großen Livestream geben. Wieder auch mit Community Stream. Ich hoffe, da haben wir dann schon die Rüben angesehen. Lasst euch da einfach überraschen. Wird schon schön werden. Ja, da kommt dann auch ein neuer Mod rein. Den werde ich euch dann auch in den Livestream dann reinstellen in die Videobeschreibung. Und zwar, da kommt dann die große 32 Meter Cane-Stream-Maschine rein. Wo wir dann mit ansehen werden. Oder vielleicht, je nachdem, wie die Jungs so zum Laune haben, halt nur die aus dem Horst steht sie benutzen. Aber das dazu heute Abend mehr. Ja, Schule war gut. Zwei Stunden Technik gehabt, habe ich meine Holz-AIDA weitergearbeitet. Kommt gut voran. Dann Suchtpräsentation gehabt. Da kam dann so einer, der uns über so Drogen aufgeklärt. Aber das interessiert mich nicht, weil ich nehme sowieso keine Drogen. Das einzige, was mich süchtig macht, ist LS17, ist ja klar, LS17 und YouTube. Aber das ist halt so, ne? Also LS von LS17 gehe ich auch nicht weg. Also allgemein von LS, also LS werde ich nie abgeben, werde ich mir auch immer holen, egal was das kostet. Denn das Spiel ist einfach nur gut und gefällt mir. Das sind so die Vorhaben jetzt für die nächsten paar Livestreams, die dann gemacht werden und kommen werden. Ich habe mit Jack auch geredet, ob der wieder Videos macht. Ja, er wird Videos wieder machen über Minecraft und LS17 und ETS. Achso, zu ETS kommen wir auch nochmal bei mir. Ich werde jetzt auch ETS-Videos jetzt demnächst machen. Werde aber auch wieder einen ETS-Stream machen, wo ihr dann auch mitfahren könnt.
Dann werden wir da hauptsächlich in Deutschland rumgurken, vielleicht auch nochmal hochfahren nach Norwegen, Dänemark. Das werden wir auf jeden Fall machen. Dann nochmal zur LS. Ich werde nochmal ein paar neue Mods raussuchen. Das heißt, wenn wir spätestens den Community-Server hochgeladen haben, wird es 3 Maps geben. Einmal eine neue. Das verrate ich aber nicht. Dann wird diese Map hochgeladen als Server, so zu spielen. Da kommen aber noch ein paar Mods drauf, die ich gut finde. Da kriegt ihr dann aber auch einen Link in die Videobeschreibung. Für die Mods kommt alles dann in den nächsten Stream, wenn wir dann, sobald wir den Community-Server haben, kommt dann der Link rein für die Mods. Dann könnt ihr euch die alle runterladen. Das ist für euch dann einfacher. So muss ich dann nicht alle dann einzeln hier in die Videobeschreibung reinmachen. Also gesagt, dann ein Pack. Ja. Und so geht das dann halt weiter. Wenn wir das dann fertig haben, gibt es noch einen Community-Server. Das heißt insgesamt 3, aber alles auf einen normalen Server. Und der dritte wird halt sein, ohne Mods, dass jeder mitspielen kann. So ist das Vorhaben. Ja, ein paar Felder haben wir noch. Also wir haben heute noch, heute Abend die noch Weizen mit dreschen, das heißt 5 Drescher haben wir. Das heißt 5 Leute können dreschen. Die einen können schon anfangen anzusehen und zu grubbern. Und da brauchen wir noch welche zum Abfahren. Ich hoffe, heute Abend haben wir mal 16 Leute auf dem Server. Wäre schon schön. 19 Uhr, Spielart, ja, steht auch alles dann hier in der Videobeschreibung von dem Video. Ja, ich habe vorhin ein Video gesehen, bei ID gibt es jetzt wieder einen neuen Medium-PC mit einem Intel Core i7 Prozessor drin, der 8. Generation, und mit der GTX 1070. Also wer da Interesse hat, kommt jetzt bei ID Süd und bei ID Nord. Und da habe ich Video angeguckt, also der ist wirklich auch sehr gut bewertet worden von anderen Fachmännern. Und wer da Interesse hat so zum Game, kann sich ja den holen. Das ist jetzt wieder voll, ja dann. Dann knacken wir damit das Bahnsilo voll. Weil das hatte ich vorher gehabt, das Bahnsilo erst voll machen. Da fahren wir dann auch die Rüben hin. Ne, uns mal durchtappen. So, jetzt. Mit unserem guten Alten hier. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal im Spiel jetzt den Zug nehmen und werden dann das Bahnsilo leer machen, weil dann kommen da die ganzen Zuckerrüben rein. Da brauchen wir keine Halle und ein Feld extra nehmen und das da rein packen. Dann kommt das direkt in den Bahnhofsilo. Ja, ich habe mir extra den kleinen Trecker ausgesucht, weil ich spiele auch gerne mal mit den kleinen alten Sachen und das bringt auch Bock. Allein schon der Sound. Ich würde mir auch freuen, wenn mal wieder so ein Oldtimer-Paket kommen würde. Aber ich glaube, das gibt es im 17er nicht. So ein schöner Lanz Bulldog wäre mal wieder toll. Wie im 13er und 11er. Aber der reicht mir auch schon der Case. Ich habe auch noch andere. Dann habe ich noch einen IHC. Mein Onkel auch noch einen in echt stehen. Also die sind schon schön. Huppe hup. Ja, das sind so die Vorhaben, die wir noch vorhaben. In den nächsten Streams. Ja, zweiten Bildschirm habe ich ja hier auch meinen Lenovo Laptop. Also Notebook nennt man das ja. Und ist nicht schlecht. Das ist für mich jetzt auch eine Hilfe, so gesagt. Ich kann direkt agieren, Nightbot neu anmachen, neue Sachen hinzufügen im Stream. Kann auch Leute rausschmeißen aus dem Live-Chat. Also schon viel schöner als im Handy, weil Nightbot konnte ich sowieso nur über einen PC machen. Das heißt, ich musste aus dem Spiel rausgehen, musste dann da auf Nightbot gehen und dann neu einstellen. Und so mache ich das halt auf dem rechten Bildschirm. Ja, wollen wir mal abkippen hier.
und alles natürlich viel größer, ein 17 Zoll Bildschirm. Also mein hier Hauptbildschirm hat 22. Der Livestream zum Chatlesen 17 Zoll und reicht vollkommen. Jetzt auch für mich zum Arbeiten, für die Schule so. Und das sieht nicht schlecht. Allgemein die Logo ist nicht schlecht. So, dann wollen wir das Feld nochmal zu Ende machen. Und dann tippe ich eben nochmal durch. Vielleicht finden wir noch was, was wir noch kurz machen können. Aber ich habe auch gesagt, wie gesagt, dass ich jetzt auch mal ein Video machen möchte. Vorher konnte ich das ja nicht. Jetzt muss ich, wie gesagt, so ein gutes Schneideprogramm noch finden. Vielleicht kennt ihr eins. Schreibt das nochmal in die Kommentare rein, wenn ihr eins habt. Damit ihr auch vorne das Intro reinmachen kann. Oder halt irgendetwas schneiden kann. Ja, morgen Mittwoch gibt es auch einen Livestream. Und zwar vielleicht 16 Uhr. Ja, denke ich, 16 Uhr machen wir einen Stream, weil von 15 bis 16 Uhr kommt so eine Trudelsendung. Die gucke ich mir mal gerne ein auf WT2. Die heißt Mein Krempel oder ich, kann ich nur empfehlen. Und dann streame ich ab 16 Uhr. Davor kommt vielleicht noch ein Video, was ich mache. Oder ein kleiner Livestream. Lasst euch da einfach überraschen. Aber wie gesagt, morgen gibt es dann einen Stream, der dann von 16 bis 20, 21 Uhr geht. Ja, mir fehlt hier jetzt auf meiner Map, ganz ehrlich, der Klassenmähdrescher oder der John Deere S96, der fehlt mir hier ein bisschen. Aber ich kann ihn halt nicht reinnehmen, wegen dem ganzen Verlinken. Ich habe mir gesagt, wenn du Community-Stream machst, so wie jetzt, noch ohne den Community-Server, machst du das so, dass du einfach die Mods aus dem Mod-Hub nennst. Dann kann sich hier nämlich jeder die herunterladen. Es geht ja schnell. Ja, worüber ich mich auch freuen werde, ist auf den LS19, werde ich mich sehr drauf freuen. Weil LS19 kommt Klaas rein. Das wird schön werden. Dann Roslyn Nash kommen auch neue Sachen rein. Und das wird schon schön werden. Da freue ich mich schon riesig drauf. Die wollen was am Boden ändern. IC-Steuerung und dann wollen sie nämlich auch noch ändern die Slots. Das heißt, nicht mehr, dass 16 Leute nur mitspielen können bei gehosteten Servern, sondern so wie ich gehört habe, 40. Chuck meinte aber 60, aber 40 ist realisierbar. 60 wäre schon zu hoch für mich. Ja, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob was ihr besser findet, 40 oder 60. Also ich tendiere lieber zu 40, weil da ist auch schon genug zu tun. Ja, dann nochmal eine Sache. Wollt ihr heute Abend im Livestream Musik hören, das heißt Elektro und Lumia Musik wieder, wie immer, was ich schon mal abgespielt habe. Wenn ja, schreibt das bitte unter dem Video Musik, dann weiß ich Bescheid. Dann gibt es heute Abend dann nämlich Musik im Stream. Ich habe mir auch überlegt, wenn ich nicht streamen kann und nur kurz Zeit habe, werde ich hier auch ein Video hochladen, um zu überbrücken die Zeit für euch, damit es nicht für euch langweilig wird. Das heißt, da werde ich dann ein Video produzieren, hochladen, ungeschnitten. Und dann, wenn ich wieder Zeit habe, wird eine Leistung machen. Ja, aber Chuck wird jetzt auch wieder Leistungs machen. Das heißt, dann kann der noch was übernehmen und machen.
Ja, andere Spiele muss ich mal schauen, was ich noch so finde. Hab in meiner Kiste noch was. Lasst euch da mal überraschen. Da kommt noch was, sag ich euch. Ich bin wie gesagt nur noch am Suchen, am Überlegen, was machst du. Mal gucken. Aber wie gesagt, was Ballerspiele angeht, wird es nicht geben, GTA und so. Sondern einfach so Simulatoren, Rennspiele. Das wird's geben. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Video positiv bewerten würdet, das heißt einen Daumen nach oben da lassen würdet und vielleicht an Freunden oder Bekannten das weiter schicken würdet und vielleicht, dass die dann auch noch einen Daumen da lassen würden und ein Abo. Das wäre wirklich sehr nett von euch, wenn ihr das machen würdet. Oder wenn ihr andere YouTuber kennt, könnt ihr mich auch gerne weiterempfehlen, würde ich mich auch sehr drauf freuen. Ja, dann sage ich auch nochmal Danke an meine Community, ihr seid echt die Besten, wir haben schon echt was geschafft, da freue ich mich sehr drüber. Zu Weihnachten gibt es Streams auf jeden Fall. Wenn die Ferien losgehen, gibt es von mir wieder jeden Tag ein Stream oder auch mal ein Video, aber ich denke mal eher Streams. Und da gibt es dann auch Erneuerungen, das heißt einen eigenen TS und halt den Community Server neu. Das kommt halt alles auch zum neuen Jahr. Neujahr, das heißt am 31. Dezember gibt es einen Livestream, da feiern wir bis 0 Uhr. Den Neujahrsstream machen wir dann, Neujahrsanfang. Und ja. Und halt zu Weihnachten gibt es von mir einen Stream am 24. und am 25. macht Chartestream. Ja, dann haben wir das jetzt hier auch gleich fertig. Dann fahre ich das nochmal eben schnell weg. Drascher eben wegstellen. Also zum nächsten Feld bringt für nachher. Und dann war es das hier auch mit unserem Video. Ich gucke jetzt gleich hier nochmal auf dem Server, ob alles vorbereitet ist. Könnt ihr auch mitgucken. Und dann geht's heute Abend weiter. So. Mal abtanken. Dann fahre ich das eben weg. Und dann fahre ich den Drascher eben nochmal zum nächsten Feld, wo weit sie auch ist. Ja, heute Abend hoffe ich wieder, dass wir wieder ein Dreier Kolonne fahren können oder wenn alle Drescher besetzt sind, dann in Fünfer Kolonne. Auf Feld 1 oder 31. Also ich glaube, das wird heute Abend lustig werden. Lasst euch überraschen. So, dann packen wir den hier eben rein. So, da sind das alles vorbereitet. Hier ist alles. Den packen wir jetzt nochmal um. Da haben die sich nämlich gestern verteilt, die Helfer. Jetzt machen wir nochmal ordentlich. Dann haben wir das nämlich auch hier. Für heute Abend. So, das ist auch gut, das ist auch gut, das ist auch gut. Das ist auch so. Dann fahren wir das eben nochmal weg. Und dann ist dieses kleine Video beendet. Ich hoffe, dass es gut ist von der Qualität her. Und ich sage auch nochmal Danke, dass ihr bei den anderen Videos zugeschaut habt und einen Daumen nach oben da gelassen habt. Und mir nicht böse genommen habt, dass das Video nicht so gut war. Aber ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ich habe an den Einstellungen nochmal hochgedreht. Und ich denke schon.
Ja, Ilse hat uns auch ein bisschen geholfen. Ilse ist unser neuer Helfer hier. Den hatten wir gestern laufen gehabt. Und der hat uns auch ein bisschen geholfen. Ich hoffe, dass Ilse uns auch wieder hilft. Aber heute hat Ilse gesagt, gerade eben, nee, ich kann dir leider gerade nicht helfen. Also habe ich gesagt, komm, mach das alleine weiter. Und ihr seht ja, funktioniert ja. Ja, heute Abend ist das Programm Abdreschen, Turban, Ansehen. Und vielleicht dann nochmal irgendwelche anderen Kleinigkeiten. Vielleicht nochmal ein Rennen, ein Autorennen machen, einmal um die Map. Vielleicht ein Versteckenspiel hatte ich noch schon möglich zu machen. Dass wir das mal machen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ihr heute Abend sehen wollt, schreibt das rein. Vielleicht können wir das dann mit einbauen. Ja, wie gesagt, Platin-Edition kommt jetzt auch wieder. Habe ich mit Jack gesprochen heute in der Schule. Platin machen wir auch, Zuckerrohr weiter. Aber das kommt halt jetzt am Wochenende, wenn Jack dann länger Zeit hat zum Zocken. Im Stream. Oder besser gesagt in den Ferien. Also wie so ein Download-Spieler, wenn es hat. Kann das gerne tun. So, da sind wir angekommen. Damit ist das hier das Ende des Videos. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen zu meinem zweiten Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr heute Abend um 19.30 Uhr einschaltet, wenn es wieder heißt Jantjag 2002 live auf YouTube mit dem Community Server. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet und ein Abo. Tschüss und bis nachher, euer Jan Niklas.